Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Lookfantastic Beauty Box aus dem Monat Dezember. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, diesen Monat ist die Kerze gerade ausgegangen. Jo. Man riecht das immer, ne, wenn Kerzen ausgehen. Das ist übrigens von Arbeit May eine Kerze gewesen. Da kommt gleich eine neue hin. Okay, ja, auf jeden Fall habe ich hier von Lookfantastic die, ja, eigentlich Box aus Dezember. Die erscheint monatlich. Ich habe die im Abo, also im Jahresabo, zahle 15,50 Euro pro Box und pro Monat. Ich glaube, wenn du die im jederzeit kündbaren Abo, also im flexiblen Abo nehmen würdest, würde die 20 Euro kosten. Ich habe dir mal einen Link und einen Freunde-Werben-Freunde-Code in die Infobox reingepackt. Da kriegst du die dann ein bisschen günstiger, ne? Ich glaube, den Code kann man sogar auf dem ganzen Onlineshop anbringen, irgendwie ab 50 Euro Mindestbestellwert oder so. Schau da gerne mal vorbei. Und ja, wir haben jetzt im Dezember eine Tasche. Also wir haben gar keine Box, wir haben eine Tasche. Das finde ich ziemlich cool. Und die Tasche an sich fühlt sich nämlich schon mal richtig schön an. Ich selber habe für solche Taschen nicht wirklich eine Verwendung, weil ich halt, wofür wüsste ich jetzt so ehrlich gesagt nicht, ne? Also ich bin eher so die Sachen in Boxen aufbewahrt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel für euch so Verlosungspakete packe oder so, das mache ich sehr, sehr häufig, dann mache ich das ganz gerne, dass ich so ein paar Kleinteile auch zusammenpacke, ne? Und nehme dann immer gerne solche Taschen auch dafür her. Gut, die großen Sachen, die kannst du so in Boxen reinpacken, aber halt die kleinen Sachen manchmal nicht so schön. Okay, also, da gucken wir aber gleich rein. Ich habe nämlich auch in diesem Karton noch Beauty Box Edit 12 drin gehabt, Festive Edit, also quasi das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Hier sind Produkte aufgeführt, also erstmal eine Frau mit einem hammermäßigen Blick. Ich weiß nicht, ob wir einen so roten Lippenstift drin haben werden, ob wir vielleicht eine krasse Mascara mit drin haben werden. Muss man mal schauen, ne? Vielleicht auch eine Lidschattenpalette, bin ich sehr gespannt. Dann hat Chloe hier noch so ein Vorwort reingepackt, so ein bisschen wahrscheinlich High-Detail. Es ist hier Dezember und wir haben hier bald, irgendwie triggert mich, dass ich die Lampe, ich mache jetzt eine neue an. Ihr seid jetzt live mit dabei. Hier, dass wir Dezember haben, besinnliche Zeit, ne? Und es kommt bald Havanna Kuba, mache ich jetzt mal. No. Und ja. Kerzenzeit ist jetzt doch auch eine gemütliche Zeit. Wir müssen auch mal ein bisschen mehr Chili Milli uns hier reinziehen, Leute. Es ist total wichtig. Das hier war übrigens Barcelona, Spanien. Hat gut gerochen, ist gut ausgebrannt, kommt jetzt aufgebraucht, Video weiß Bescheid. und hier habe ich so einen Bunsenbrenner, kann ich dir mal in der Infobox verlinken. das ist krass, muss man aufpassen. Das ist nämlich so ein richtiger, da kommt sie halt richtig auch schön tief in Kerzen mit rein, ne? Weißt du Bescheid. Ich bin hier eigentlich beim Unboxing von der Lookfantastic Beauty Box. Aber Leute, ich habe hier gerade ein bisschen Me-Time, ne? Mein Freund passt auf Julius auf. Das heißt, ich habe hier oben einfach mal so ein bisschen Zeit für mich. Ihr seid mit dabei. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Und dementsprechend kann ich doch auch mal so ein bisschen Gemütlichkeit hier machen, oder? Läuft. Ich finde, sowas ist einfach wichtig. Okay, also, hier sind Produkte aufgeführt, die drin enthalten sein könnten. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, es sind wirklich alle Sachen drin und nicht entweder oder. Das ist krass, denn das sieht schon mal sehr cool aus. Wir haben jetzt mittlerweile auch bei diesem Heftchen QR-Codes mit drin. Das heißt, du kannst dann direkt auf die Homepage dann switchen. Und hier sind endlich wieder Werte drauf. Richtig, richtig cool. Steht aber auch auf der Homepage von Lookfantastic tatsächlich, ne? Winter Wellness Tipps, sowas mag ich. Make your makeup last all day. Ja, wie man macht, dass das Make-up den ganzen Tag hält. Es ist wirklich, hat viel damit zu tun, wie du das aufträgst. Es hat mit Technik zu tun, es hat damit zu tun, welche Texturen du so miteinander verbindest. Also mein Make-up hält wirklich immer sehr, sehr gut. Auch wenn ich die Weihnachtsmütze trage und so weiter, weil ich auch zusehe, dass ich, nachdem ich die cremigen Texturen aufgetragen habe, ein Setting-Spray drauf mache. Nachdem alle pudrigen Sachen drauf sind, mache ich mir ein Fixing-Spray drüber. Arbeite sowas dann auch tatsächlich mit dem Schwämmchen ein und so. Und ich arbeite aber auch in sehr vielen Schichten. Eine Dreiviertelstunde brauche ich ungefähr für sowas, ne? Ja, ist wie es ist, aber es ist halt auch meine Me-Time. Inner Christmas Calm ist hier dann halt auch, dass man halt innerlich so ein bisschen runterkommt. Ihr kennt das, ne? Weihnachtszeit ist jetzt nicht unbedingt die chilligste Zeit. Party Perfect Eyes, yo. Rose Stem Cells, also Rosenstammzellen, läuft bei ihm. Behind the Theme, Festive, also ja, Christmas Traditions,
läuft und what's coming up. Also es gibt eine Sneak Peek für den Januar Morning Expert Hyaluronic Serum. Ja, im Januar geht die Party immer ab in dem Sinne, dass dann gesagt wird, komm, wir sind jetzt alle durch die Festtage durch und brauchen jetzt wieder ein bisschen Chillness, weil wir haben zwar vorher gesagt, dass alles chillig wird zu Weihnachten und wir uns alle drauf freuen sollen, aber letztendlich ist alles total stressig geworden. Kennen wir, ne? Ja, okay. So ist das mit alle. So, jetzt mache ich hier mal wieder Schickimicki, schmeiße das Ding zur Seite und jetzt nehmen wir uns mal endlich nach groben 5 Minuten Laberababa die Tasche vor. Aber hey, ich habe hier Timestamps drin, da könnt ihr immer weiter hüpfen, falls ich euch zu viel rede. Und ich habe jetzt ja eben schon gesehen, welche Produkte drin sein werden. Ne? Ich bin da immer sehr schnell mit meinen Augen, die lesen sehr schnell. Neutrogena, Norwegian Formula Hand Cream Concentrated Scented, also das ist quasi beduftet. Ja, und das ist halt für sehr trockene Hände gedacht. 50 Milliliter haben wir hier drin. Sowas finde ich sehr, sehr passend. Also ich verwende auch aktuell sehr viel Handcremes, einfach weil ich brauche das, ne? Also ich habe an meinem Schneidetisch eine Handcreme stehen und an meinem Bett habe ich eine Handcreme stehen und mein Schneidetisch ist, also Schneidetisch, mein Schreibtisch steht quasi relativ zentral in der Wohnung bei uns, sodass ich dann immer wieder mir meine Hände eincreme und so. Und ich wasche mir jetzt sehr häufig die Hände, dann haben wir die trockene Heizungsluft, die trockene Luft generell, die Kälte und ja, meine Hände eskalieren. Ich habe das gerade hier so bei der rechten Hand, das hatte ich sonst noch nie gehabt, dass hier auf diesen Knöcheln das total trocken ist und richtig rau, ne? Ja, deswegen dieses Jahr Handcreme und ich sind einfach beste Freunde. Wahrscheinlich, weil ich mir auch wirklich sehr, sehr häufig jetzt die Hände wasche, ne? Wegen Julius. Okay, dann habe ich was von By Terry hier drin. Das ist krass. Brightening CC Serum Glowing Base 7 ml. Das ist die Farbe 4 Sunny Flash. Die ist mir leider zu dunkel. Ich habe die oder hatte die auf jeden Fall mal in einer helleren Farbe auch. Das hat gut funktioniert, aber das hier ist tatsächlich... ja, zu dunkel für mich. Also es ist ein Serum, was du dir drauf machst. Das hat auch so ein Glow mit dabei. Und entweder nimmst du das als Primer oder halt als Serum, ne? Und das soll halt dem Gesicht Strahlkraft verleihen. Aber die Farbe 4 Sunny Flash ist halt einfach krass, ne? White Rose, weiße Rose, ja. Aber wir sehen es ja wahrscheinlich hier schon im Tübchen. Das scheint nämlich hier durch, wie dunkel das ist, ne? Schade Schokolade. Aber wie gesagt, ich habe es ja in einer anderen Farbe. Habe ich das hier? Kann ich auch mal gucken, ne? Ich meine, wir sind ja... hier unter uns, Leute. Ja. Will sich nur gerade nicht rausnehmen. Das ist so schön. Genau, ich habe das nämlich hier in der Farbe 1 Immaculate Light. Das ist quasi meine Farbe. Das ist auch sinnvoll für mich, ne? Aber Sunny Flash, ich kann es ja nochmal daneben halten. Ihr seht es dann ja auch direkt anhand der Tube. Ist einfach zu dunkel, ne? Also wenn ihr das halt auch mit drin habt, dann wisst ihr Bescheid. Wenn ihr so eine Blassnase seid wie ich, dann ist das ein bisschen heftig. Ich kann ja mal gucken, dass ich euch das hier mal... in der Immaculate Light Variante auf meinem Handrücken zeige. Ne? So sieht das nämlich aus. Ist halt so ein Glowy Serum einfach. Ja, wir kennen das ja. Riecht natürlich nach Rose. Typisch bei Terry Duft mag ich gerne leiden und das macht halt so ein leichtes Schimmergedönsen. Ja, ist halt ein Primer. Ich habe das auch bei meinem Primer hier in der Schublade drin, ne? Ist klar. Bei Terry ist eine teure Marke. Da freut man sich natürlich drüber, wenn man es im Adventskalender hat. Ich krieg das gerade nicht rein. Mensch. Und im Adventskalender vor allem. In der Beautybox, für die man 15,50 Euro bezahlt hat. Ne? Dann habe ich von Christophe Robin ein Cleansing Purifying Scrub mit Seesalz, 40 ml. Und das ist für die Kopfhaut. Das ist ziemlich cool. Auch hier wieder trockene Zeit, trockene Kopfhautzeit. Kann ich sehr gut gebrauchen. Finde ich schön. Ich weiß nicht, ob ich das schon da habe oder noch nicht. Es kommt mir sehr bekannt vor. Christophe Robin ist eine Marke, die wir öfters mal in der Look Fantastic Box finden. Und die gar nicht so günstig ist. Es ist auch eine recht hochwertige Marke. Riecht sehr schön frisch. Sehr, sehr angenehm. Leicht minzig auch. Ne? Also da wird die Kopfhaut halt auch wirklich so einen frischen Kick bekommen. Ich glaube, das gönne ich mir mal, ne? Jo. So de le. Dann habe ich hier von Fab First Aid Beauty Ultra Repair Cream Intense Hydration for Dry Parched
Skin. Safe for Sensitive Skin. Aha, also auch für sensible Haut geeignet. 28,3 Gramm haben wir hier drin. Und das kannst du dir aufs Gesicht packen. Und ja, ist doch schön, ne? Das ist halt, wie gesagt, halt auch für sensible Haut geeignet. Und da bekommst du dann Hydratisierung ins Gesicht. Passt definitiv. Also wir haben hier wirklich von Handcreme und von Gesichtscreme schön die Hydratisierung für die Haut. Dann ein Brightening Serum, weil die Haut furztrocken aussieht und wir möchten sie ein bisschen zum Strahlen bringen. Wir haben für die Kopfhaut, die ja furztrocken ist, etwas, was die Kopfhaut dann erfrischt und regeneriert. Und von Medicaid habe ich hier was drin, ein Micellenmousse, Micellar Mousse, Purifying and Nourishing, a Faultless Rinse of Cleanser, 40 ml. Also das ist ein Reinigungsschaum mit Micellen. Medicaid ist auch eine sehr hochpreisige Marke. Da bin ich auch gespannt, was wir hier an Wert haben. Und ich meine, dass das das Sneak Peek Produkt war, was wir im November gespoilert bekommen haben. No cotton pad required. Ja klar, du kannst es einfach mit den Händen auftragen, ist klar, ne? Und das kannst du auch super verwenden fürs Double Cleansing. Das heißt, du hast vorher halt einen Reinigungsbalsam zum Beispiel, den du nimmst, um das Make-up aufzubrechen, grob runterzunehmen und so eine grobe Sauberkeit schon mal hinzukriegen. Und danach kannst du dann unter der Dusche oder halt vorm Waschtisch, wie auch immer, wo auch immer du dich so sauber machst, das hier ins Gesicht geben und das dann mit Wasser abwaschen. Und dann müsste eigentlich alles an Kram aus dem Gesicht rausgehen. Gute Formulierung. Vom Gesicht runter gewaschen werden, so. Und ja, finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt, weil normalerweise bin ich ja überhaupt kein Fan von Micellenreinigungsprodukten. Aber das hier ist ein Mousse und das hier ist auch extra Rinse Off. Also das ist eine etwas andere Applikation, als wir das zum Beispiel von diesen Garnier Micellenwassern oder so kennen. Die mag ich nämlich so gar nicht. Und jetzt haben wir schon 5 Produkte. Normalerweise haben wir nämlich mindestens 5 Produkte in der Beautybox drin, aber wir haben ja nicht nur die Tasche noch on top, sondern hier noch ein weiteres Produkt und zwar von Mina, 900 The 24 Hours Pen Eyeliner, den müsste ich noch da haben, dürfte ein Filz Eyeliner sein mit 1,2 Millilitern und ich verwende gerne Filz Eyeliner, habe heute auch wieder einen gezogen, den Stampin' Drag von Kia T, genau, und hier habe ich dann einfach eine Filzstiftspitze. Wie gesagt, den müsste ich noch da haben. Soweit, so gut. Ihr Lieben, das war jetzt die Look Fantastic Beauty Box aus dem Monat Dezember, die eigentlich keine Box, sondern eine Tasche ist. Ich fühle mich damit ganz gut vorbereitet für die Weihnachtszeit, definitiv. Da geht es halt auch eher so um die Hautpflegevorbereitung für die Weihnachtszeit. Das Täschchen finde ich schön, auch wenn ich persönlich da jetzt so keine große Verwertung für habe. Ich finde es irgendwie gut, dass wir keinen klassisch roten Lippenstift drin haben, weil das haben wir eigentlich immer. Und dann ist es ganz cool, wenn man es nicht hat, weil dafür hast du dann ja ein anderes Produkt drin, wie zum Beispiel den Eyeliner, was die Lady jetzt gerade hier jetzt so nicht sichtbar drauf hat, aber was ich persönlich sehr gerne auch verwende. Brightening CC Serum wäre cool gewesen, wenn es in der richtigen Farbe gewesen wäre. Ich glaube aber, weil es hier so abgebildet ist, dass jeder auch die Shade 4 hier drin hat, was mutig ist, muss ich wirklich sagen. Mutig, mutig, mutig. Ich bin gespannt, vielleicht swatcht der irgendeine andere Kollegin dieses Serum, ne? Und dann sehe ich vielleicht auch, dass ich mir denken könnte, okay, vielleicht kann ich die Shade 4 ja doch mal verwenden. Aber eigentlich bin ich ja eher Fan von dem, was ich habe. Aber wir schauen mal. Nö, also mir hat die Box gefallen. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du die so fandest. Und jo, eigentlich müsstest du jetzt ja auch die Möglichkeit haben, dass wenn du die richtig cool fandest und die noch nicht im Abo hast, ne, dass du die jetzt abonnieren kannst und dann kriegst du ja die Box. Ja, das war's hier von mir. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!